Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute Morhorn. Es schlägt zurück. Ganz neues Gamechen. Gibt's auf dem Handy, glaube ich, sage ich mal auch. Oh, bin relativ überzeugt. Aber ist die Steam-Version. Und es ist ein Angry Birds für geile Typen, kann man sagen. Und zwar läuft es so ab, man baut eine Base und muss die des Gegners zerstören in der Morhorn-Manie. Oder wie auch immer wieder zu sagen. Und ja, ich würde sagen, wir hauen uns einfach rein. Erklärt sich von selber. Es geht um die Zeitsterne. Ich werde manchmal 3 Sterne machen, aber nicht immer, ja. Also ich werde dann nicht zwangsweise dann 100-mal die gleiche Mission machen. Das bringt's nicht. Aber schauen wir mal, wie es ist, ne? So, Vater. Sprachausgabe hat's keins, aber es ist Deutsch zumindest mal, was aber eh vollkommen wurscht ist. Und ja, es ist ganz nett. Nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße. Ja. Es ist wirklich ein gutes, geiles Game, was Laune macht. Einfach so zum Blödsinn machen. Ja. Also machen wir Blödsinn, Leute. So, das Tutorial ist überspringen ein bisschen, weil wir wissen ja, wie es geht. Also, mal Gas, wir müssen uns beeilen. Boom, zack, in die Fresse. Es gibt Nachladezeiten. So, lass mich dir zeigen, wie man zoomt. Ja, das ist ein Tutorial halten, Leute. Moinsen, Daddy. So, komm, nachladen und so. Zeit, gib Gas. Digga, so, komm her, du Schisser. In your balls, Digga. Ey, scheiße, jetzt kriege ich wieder nur 2 Sterne. Ja, das Tutorial, das behindert ein bisschen in dem Sinne. Das verhindert meine 3 Sterne. Nee, ich hab 3. Geil. Sieht aber aus wie 2 hier oben. So, wie auch immer. Ich habe 13 Sekunden gebraucht, 14 Geld erhalten und das da, keine Ahnung, was das ist. Dev Stufe 1 oder so. Dann haben wir, ja, das ist meine Stufe, okay. So, jetzt haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Und ja, das muss man dann upgraden und pipapo und blablablo. Dass der mehr aushält, ja. Es gibt auch Player versus Player. Also da kann man einiges machen. So, indem wir im Tutorial sind, sagt uns der jetzt, hey, upgrade doch mal das. Jetzt schnappen wir uns ein Katapult. Und das werden wir, wo stellen wir das hin? Stellen wir das hier hin, da ist ein bisschen in Deckung. Ich hoffe nur, ich komme dann durch die Mauer durch, vom Schießen her. Nicht, dass ich meine eigene Basis platt mache. Aber ich glaube, das geht. Aber, ey, ich glaub's nicht. So, dann werden wir upgraden. 18 Stufen gibt's, da brauchst du Money. Wie viel haben wir? 9.000, 10.000 fast. Schönes Anfangskapital. So, was können wir jetzt machen? Power-Ups, was ist das? Ja, wir müssen wieder auf Kampf drücken, also er lässt mich hier nicht weiter, das ist nur ein Tutorial. Ja, wir müssen die Heimat verteidigen gegen die bösen Moorhühner, so irgendwie halt, ne. Und dann greifen wir den Scheiß einmal an hier. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr hier. Jetzt schauen wir, ob wir da durchschießen können, da bin ich jetzt echt neugierig. So, 3, 2, 1 und los geht die Party. Ey. Ich hasse Tutorials teilweise. So, den Schutz habe ich eben schon mal weg. Ziel ist es, die Basis hier zu zerstören. Alles andere ist jetzt, sag ich mal, freiwillig und lustig. Wir müssen nur diesen Pisser hier platt machen. Da muss man aber hinkommen in den späteren Levels. So, wieder 3 Sterne, damit kann ich gut leben. So, Daddy, ich stream heute eh länger, also du kannst das vorher probieren, nachher probieren, das ist kein Problem, aber so ungefähr ist okay. So, wir haben Stufe 3, jetzt kriege ich diesen Wimpel, was ich mit dem Wimpel machen kann, keine Ahnung. Herausragende Kriegsführung, mein Lord, das ist natürlich schön, du bist nun gut vorbereitet, bla 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 bla. So, jetzt will er mal ein paar Tipps geben. Mächtige Waffen und Verbesserungen für deine Festung. Ja, da brauchen wir Kohle. Und das Problem bei dem Ganzen ist, wir dürfen auch nicht alles machen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild von einer richtig geilen Festung. Also da muss man mal reinkommen zu dem da. Da muss man hier alles abschießen. Das ist so eine Art Schutz hier. Nimm mal einen Zauberer, also dreckige Festung. Player vs. Player, genau. Ab Stufe 4, den haben wir ja bald.
So, was können wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir schauen mal hier rein. Hier kriegt man nämlich Geld für Sachen, die man erledigen. Erreiche Stufe 5. So, wenn wir das haben, kriegen wir 500. Also für jeden Scheiß kriegst du hier 500. Da klickt man drauf und dann... Ja, sieht man, was man benötigt. Ist jetzt nicht so schwierig, sage ich mal. Goldesel, was ist das? Gibt 10.000 Münzen aus. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Dann würde ich sagen, machen wir das wieder zu. Schau mal, was wir hier bauen. Oder warte mal, Leute. Wir werden verstärken. Und zwar, da kann man es übrigens verkaufen, was nicht zu empfehlen ist, weil wir wollen es ja haben. So, wir brauchen Stufe 4, dass ich das erweitern kann. Was können wir hier machen? Auch Stufe 4. Es sieht aus, wie wenn ich gerade gar nichts machen kann. Das kann man erweitern. Zumindest mal auf Stufe 2, dann hält es ein bisschen mehr aus, ein bisschen mehr Def-Wert. Weil wir wollen ja nicht gleich drauf gehen. Das geht ja mal gar nicht. So. Also, jetzt bauen wir uns eine richtig geile Def. Was haben wir denn alles? Wir haben Power-Ups. Gut, das muss ich erst alles freischalten. Also hier habe ich gar nichts. Bin ja erst am Anfang. Ein Wimpel habe ich. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Scheiß hier machen kann. Mit diesem Wimpel. Weiß es einfach nicht. Das ist klar, das sind Waffen. Was haben wir noch? Eine Halterung. Schauen wir sie das mal an. Die Halterung ist relativ instabil. Allerdings können nach der Verbesserung bis zu 3 Objekte gleichzeitig daran befestigt werden. Okay. Was ist mit der Wand? Mauern können eine Menge einstecken und bieten einen sehr stabilen Untergrund für alle verfügbaren Elemente. Also, wenn unter einer Waffe oder irgendwas etwas zusammenbricht, ja, dann ist es natürlich oben auch alles im Arsch. So irgendwie wahrscheinlich. Ja, das sind einfach Mauern. Was haben wir hier? Ein Dach. Ja, das ist einfach nur hübsch. Warte mal, 100 hat das Befestigungswert. Ne, das hat mehr. 130, okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier nur eine zweite Mauer hin. Die werden wir auch schön upgraden. Und wir könnten ein Dach bauen. Ich will aber eh weiter in die Höhe. Von daher, warte mal. Bauen wir mal lieber die Festung hier aus. So, das sieht doch schon ganz sauber aus hier. Dann kann man keine der Kanone hier so schnell platt machen. Ja, dann würde ich sagen, Attacke! Rambo, der ist... Ich spiele gern mit ihm. Er ist halt ein Anfangs-Champ, sage ich mal. Aber ich würde eher die Free-Champs probieren. Es geht mit denen besser. So, warte mal. Wir fangen an. Zack. Während des Schießens kann man übrigens keinen zweiten hier direkt nehmen. Da muss man ein bisschen warten. Ah, scheiße, voll daneben. Woll, ich habe einen Kanickel abgeknallt. Geil. So, einen Schutz haben wir weg. Ich kriege jetzt aber eh nur mehr 2 Sterne. Da werden wir nochmal 3 probieren hier. Boom, Digga. Oh, Schisser da. Das war's, Burg zerstört. Aber da gehen doch sicher 3 Sterne. Kann ja nicht sein, dass wir irgendeine neue Sterne hinkriegen. Das Fenster an Peinlichkeit. So können wir das ver... Jo, das können wir verschieben. Das finde ich geil. So, was haben wir hier? Ruhmshalle. Gut, das brauchen wir nicht. Und hier können wir dann kassieren, wenn wir was geschafft haben. Okay, alles klar. Ich würde gerne ein zweites Katapult haben. Können wir das aufeinander bauen? Das wäre nice. Nee, das geht natürlich nicht. Scheiße. Dann hau ich es mal dahin. Ja, können wir nicht erweitern. Shit. Das können wir erweitern jetzt. So, dann macht es ein bisschen mehr Damage, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Den können wir auch jetzt erweitern. Langsam kostet es richtig Geld. Ja, mehr können wir im Moment nicht machen. So, dann gehen wir auf Kampf. So, jetzt haben wir den ersten Multiplayer, glaube ich. Ich werde aber den letzten hier nochmal machen, denn ich sag euch, da gibt's 3 Sterne locker, also das ist drin. Komm, lass mich hier.
Oh, scheiße. Das war Fail. Der war schon besser. So, rein da. Ah, ich glaube, da kriege ich keine 3 Sterne hier. Ich schieße gerade alles ab, nur nicht das, was ich soll. War noch schlechter wie am Anfang. Also einmal probieren und 3 Sterne und dann scheiß drauf. So. Also die kriegen wir schon platt. Die kriegen wir schon platt. Das wäre ja noch schöner, wenn nicht. So, das hätten wir. Und jetzt einen Dicken dadurch und dann passt es eh schon, hoffe ich. Jawohl, habe ich 3? Läuft doch. Na, läuft. Bringt aber eh nichts. Außer, warte mal, Kämpfer Natur, für was kriege ich das? Naja, da kriegen wir Geld, wenn wir das geschafft haben. Ja, keine Ahnung. Ich schaue halt, dass wir ein bisschen Sterne hier kriegen. Boah, es gibt aber wirklich viel von dem Zeug hier. So, dann gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Level. Also, was müssen wir hier machen? Angreifen. Ja, das ist schon die Festung hier. Kann übrigens auch rein rauszoomen, was natürlich sehr gut ist. So, Boom, Digga! Die Schatzkiste da hinten, die kann man sicher auch krallen, da wette ich. Oh, der war schon mal nicht schlecht. Aber da geht noch was. Der geht nur locker was. So, und jetzt drauf auf den Sauhunter. Nein! Voll daneben. Also, ich werde mich begnügen mit 2 Sternen, weil sonst kann ich alles 10-mal machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ein Stern zum Beispiel, das würde gar... Oh Gott, das war da gar nichts. Ein Stern schon mal, das geht gar nicht. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, weil das ist ja peinlich da, ey. So, in die Balls hat's gegeben, Digga. Nicht mit dem Baba. So, also ein Stern, das ist wirklich unterirdisch. Das ist unterirdisches Niveau. Da geht nur was. Sternhagel voll, what the fuck? Was kriege ich hier für Belohnungen? Bin nur ein Sternhagel voll da um die Zeit. So, pass auf, den einen Stern, das müssen wir nochmal machen, weil das geht gar nicht. Ein Stern ist mal zu wenig. 2, okay, sage ja nichts. Aber sicher nicht einen. Jawohl, der hat gepfeffert. So. Oh, der war nice. Der war nice. So, 2 Sterne kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Rest ist mir scheißegal. Die schießen übrigens auch zurück. Also ist nicht so, dass man hier nicht beschossen wird von der KI. Und bei Player versus Player sind die natürlich auch nicht so harmlos. So, Stufe 5. Jetzt kann ich das hier upgraden. Sehr schön. Dass ich mehr Wumms in die Hütte kriege. Was diese Wimpel hier bringen, das check ich noch nicht. Power-Up. Stellen jetzt bereit, mein Lord. Setzen Sie gezielt ein, um den Kampfvorteil zu verschaffen. Okay. So. Power-Ups. Was kriege ich denn da? Gibt's verschiedene. Da kann man reparieren anscheinend. Ja, nicht schlecht. Was kann ich mit Steinschlag? Ja, klar. Globaler Schild, was ist das? Schützt die gesamte Festung für eine bestimmte Zeit. Ja, teurer Spaß, das kostet 2500. So, und das soll ich jetzt hier rein, oder was? Aha. Und das habe ich jetzt einmal oder öfters? Kapier nicht. Habe ich das jetzt öfters? Warte mal. Ja, das ist ein bisschen teuer, der Spaß hier. Ich glaube, pro Benutzung haben wir das dann, oder was? Bis zu 3 verschiedene. Ja, und hier benutze ich das dann, oder wie? Okay, so, was haben wir denn hier? Geld kriegen wir wieder. Ja, nicht allzu zu schwierig. Moinsenkralle! So, dann würde ich sagen, wir machen mal... Können wir hier verbinden? Jo, läuft. Wie sollen wir dich nennen? Wie soll das Spiel mich nennen? Das sage ich euch gleich.
Babo. Nee, können wir nicht machen. Jo, nehmen wir mal Babo. Nee. Wir nennen uns Big Babo. Also, Big Babo ist in der Haus. Es lebe der König, Big Babo. Das ist doch mal eine nette Ansage. So, jetzt muss ich mal hier anscheinend ein Match vorschlagen lassen. So, irgendwie soll das gehen, glaube ich. Wenn es denn funktioniert. Funktioniert irgendwie nicht. Was ist das? Suche nach einem passenden Opfer. Das Spiel weiß Bescheid. Nach einem passenden Opfer für dich, mein Lord. Ey, das Game ist mal so sympathisch. Das weiß, was abgeht. Gibt aber keine Opfer. Ah, da ist ein Opfer. So, und da können wir so eine Art, nennen wir es mal, Ruhm wahrscheinlich kriegen. Und bei einer Niederlage verlieren wir Ruhm. Also, machen wir Player versus Player. Das ist jetzt ein menschlicher Spieler hier. Also, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere es halt natürlich. So. Wie soll ich denn treffen, da, ey? Ach du Scheiße. Ja, der trifft aber noch weniger wie ich. Ja, da bin ja ich nur eine heilige Kuh. Warte mal. Ja, einer trifft, einer. Boom in die Balls. Naja, Boom in die Balls ist was anderes. Warte mal. So. Ah, das kann man kaputt machen in der Mitte. Ah, alles klar. Ja, wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Wir machen das auf die linke Nummer. Boom geht's jetzt da drüben. So, fliegt es dann auch runter? Fliegt, das funktioniert ja nicht. Ah doch, funktioniert. Okay, alles klar. So, dann probieren wir das jetzt so. Und Scheiße, voll daneben, ey. Ja, ist nicht so leicht das Ganze. Aber ist lustig. Player versus Player ist auch lustig. Alter, noch mehr daneben kann man doch nicht schießen. Komm, willst du mich verarschen? Schieß den Pisser hier ab. Genau, in seine Balls, Digga. Das ist lustig. So. Jawohl. Jawohl ist jetzt übertrieben, ja. Ich muss den Dicken da irgendwie treffen, aber das ist nicht so einfach, ey. Oh, das tat weh. Das ging in die dicken, fetten Balls. So. Es ist schon mal nicht schlecht. Schutz hat er keine mehr. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.